Wollen wir mal. Da ist noch eine Vorratskiste. Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Oh ja. Wir können ja mal gucken, ob wir Kapazität erhöhen können. Nein, auch nicht. Stolperfallen. So, zack. Den haben wir erhöht. Outfitbeutel. Ja, haben wir noch nicht so viele Outfits. Waffenbeutel. Erhöhen wir auch mal. Und Stolperfallen auch. So. Können wir es jetzt aufnehmen vielleicht? Nein, natürlich nicht. Die ungläubigen Karja würden sich doch nicht nochmal gegen uns wenden. Am wunderschönen. Ja, wunderschön, Jenny. Und ja, hallo Pascal, ich grüße euch. Wir machen jetzt leider auch nicht mehr so lange, nur noch eine halbe Stunde. Weil dann möchte ich ganz gerne Fußball gucken. Und dann geht es nach Fußball 17:30 weiter mit Zelda. Und dann, ja, den Rest kennt ihr schon. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Ich kenne dich von der Erprobung. Bast hat meine Trophäe zerstört. Und du hast zugesehen. Du sprichst schlecht von den Toten? Du kennst gar keine Scham. Fast hätte ich dir einen Pfeil reingejagt. Und du bedrohst mich. Auch noch vor Zeugen. Wenn die Erzmütter das erfahren, wirst du wieder eine Ausgestoßene sein. Ich bin zur Sucherin geweiht. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jezza jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Rash, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Bei der Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Fluch! Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Okay. Macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Tötet den Dämon und die verdorbenen Maschinen. Ja, sehr schön. Man läuft hier von einem Boss zum anderen, ne? Eigentlich gar nicht so schlecht. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sind verrückt geworden! Wow, 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 wow! Wow, alter Schwede!
schwierig, schwierig, komm. Boah, die Lebensanzeige oben, ey. Ich bin wahnsinnig. Oh, wir haben nichts mehr zu heilen. Ich denke mal, das Ganze müssen wir nochmal versuchen. Ja, wir haben den Y-Spot, also den hatte ich gestern nur mal angeguckt und dann war er auch schon im Chat und ich habe eigentlich nichts eingestellt bei dem Y-Spot. Er ist aber da und er zeigt uns an, wie viele Zuschauer wir haben und fault hier rum. Krieger, macht euch bereit! Wir so. Einen Fluch, einen Dämon. Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Ja, doch, er hat... Nein, 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 nein! Come on.
Geh, geht. Lauf, 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 lauf doch. Erledigt. Oh. Alter Schwede, ey. Andere Maschinen übernehmen. Was ist dein Geheimnis? Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Los, ein paar Drahtschlingen. Ja. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Energiequelle? Wie hast du das gemacht? Tab, was machst du denn hier? Du bist ein Näher, kein Krieger. Ich verteidige hier Mutters Wacht. Aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet. Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Liebesgeschichte incoming. Das muss sofort repariert werden. Und ich denke an dich. Zusammenflicken müsst, macht hin! Ah ja. So, wir looten hier nochmal schön was Blaues. Alles Materialien. Wir sammeln die ganze Zeit Materialien, aber noch nichts hergestellt wirklich, ne? Schön, schön, schön. Ich glaube, das war's auch fast schon. Ich hoffe, der andere Penner ist gestorben. Ich muss eine Maschine finden und dieses Überbrückungsgerät testen. Der Gerät? Wir testen der Gerät? Aber wie? Überbrücke einen Läufer, okay. Haben die es gerade erklärt? Verdammt. Rom! Hier ist Olara, deine Schwester! What? Ach, das ist eine Nebenmission, oder? War nicht gerade Gegner? Bist du da draußen? Ach. Wie mache ich das denn jetzt? Rom, kannst du mich hören? Da ist wohl jemand aufgewacht. Will mich verarschen? Oh. Oh, ich hab die Fresse. Bitte, Brom, komm doch zu mir. Ja, ihn einfach töten, das wäre schön, ne? Weil ich kann ja gleich mal zurücklaufen und ihn einfach versuchen rumzunehmen. Aber ich glaube, das geht nicht. Ja, die Frage ist jetzt, die Falle steht ja jetzt noch. Etwas Vorrat. Etwas Vorrat, ja. Wir haben nicht mal mehr Leben.
Die Frage ist jetzt, wie soll ich die jetzt... teste das Überbrückungsgerät. Muss ich das vielleicht erst ausrüsten? Wir haben 5 Fertigkeitspunkte. Jeeha! Modifications, Spezialobjekte. Das ist eine Metallblume, genau. Oh, wir haben... Boah! Was ist das denn? Verderbte Spule? Okay, Outfits. Okay. Waffen. Ein Speer haben wir... Okay, das haben wir alles aus... Erstellen. Fähigkeiten. Habe ich vielleicht gerade was übersehen? Habt ihr das vielleicht gesehen? Wenn ja, dann schreibt es mal bitte. Notizbuch. Hier ist Olara, deine Schwester. War da gerade was? Das auch gehört? Ja, ne? Ach, da haben wir noch was vergessen. Bist du da draußen? Oh, jetzt halt er die Backen. Die Frage ist jetzt... Muss man die vielleicht so mit der Falle einmal... Und Truthahn! Truthahn! Bumm! Zack. Das ist auch. Dann hören wir uns erstmal an, was der Marktschrei hier zu sagen hat. Wenn wir rausspringen. Da. Da. Können wir hoch. Zack. Sprich. Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wir kürzen das jetzt mal ab. Wirklich? Weil es ist eine Nebenmission. Dann lass mich mitkommen. Wir müssen den Bruder suchen. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Weil das haben wir ja schon mal gemacht, bei dem ersten Let's Play, was ja leider verschollen gegangen ist. Sagen wir es mal so. Zack. Mit. Ja, das nehmen wir mit. Ich bräuchte mal ein paar Gegner. Überbrücke einen Läufer. Einen Läufer überbrücke. Oh, oh, Fuchs, Fuchs. Entschuldigung für alle Tierliebhaber, aber Fuchsknochen, wer weiß, wofür die gut sind, ne? Also, mitnehmen, was wir können. Ein Stein. Na Gott sei Dank. Waren hier nicht noch Läufer? Irgendwo? Irgendwo? Vielleicht? Oder so? Nicht? Ja. Hm. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Ja, sehr schön. Mal gucken. Hier auf der Karte eben. Plünderer. Läufer. Wir latschen jetzt mal wieder zurück. Und dann werde ich einen mit der Falle mal schnappen und dann, ja. Mal gucken, ob wir dann eine andere Option haben als kritischen Treffer. Unterwegs sammeln wir noch ein bisschen Bären ein. Unser Medizinbeutel ist nämlich arg angeschlagen.
Metallscherben nehmen wir gerne mit. Wieder schön. Läufer, an ihm kann ich das Überprüfungsgerät testen.